Die Familie Curti kam einst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts von Mailand hierhin als Tuchhändler und Seidenhändler, kamen sehr rasch auch hier zu politischem Einfluss. Und in diesem Haus wohnte oder verbrachte Franz Curti, der Komponist, einen großen Teil seiner Kindheit. Wir befinden uns hier von einem weiteren Curti-Haus, das nach wie vor noch von Familienangehörigen bewohnt wird. Und dieser Platz wurde auch zu Ehren der Familie Curti nach ihnen benannt. Wesentlich für Franz Curtis Musik waren sicher seine Jahre hier in Rapperswil, denn seine Eindrücke, die er vom Städtchen, auch von der Landschaft gesammelt hat, die fließen später in seine Kompositionen ein, die fließen in seine Kunstlieder und die fließen auch in sein späteres Opernschaffen. Franz Curti ging dann nach seiner Rapperswiler Zeit Medizin studieren und das ist ein wesentlicher Aspekt. Franz Curti erlernte nicht von klein auf das Komponieren, sondern er erlernte den Beruf des Zahnmediziners. Franz Curti wollte dann auch dem Dresdner Tonkünstlerverein beitreten. Und er fragte sie offiziell an. Doch die Antwort, die er erhielt, war etwas krude und hieß: Zahnärzte nehmen wir nicht auf. Den internationalen Durchbruch als Opernkomponist erlangte Franz Curti mit seiner Oper Lilice. Lilice thematisiert das Aufeinanderstoßen der westlichen mit der japanischen Kultur. Etwas, das dann Puccini in seiner Oper Madame Butterfly ebenfalls thematisiert. Und was aber erstaunlich ist, Curti schrieb diese Oper oder nahm diese Thematik 4 Jahre vor Puccini auf. Es war die Erinnerung an diese Aussicht, die Franz Curti in Dresden zu einer erneuten Oper inspirierten. Er wollte sein Heimatstädtchen in einer Oper verpacken mit einer Geschichte, die hier in Rapperswil und auf der fernen Insel Uffenau stattfindet. Die Uraufführung dieser Oper, die fand dann in Zürich statt. Das ist eine beachtliche Leistung. Und in der Kritik kam die Musik auch sehr gut weg. Nur das Libretto fiel komplett durch und wurde in der Luft zerrissen. Curti zog dann leider auch diese Oper wieder zurück. Und es wäre auch vor dem Hintergrund des Curti-Festivals ein geeigneter Moment, wieder einmal diese Oper aus der Versenkung zu holen und aufzuführen. Denn uns ist es gelungen, vor 2 Jahren die Partitur dieser Oper wieder in einer deutschen Bibliothek zu finden. Thank you.
Franz Gurtis Musik ist heutzutage leider fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Doch seine Musik ist es wert, wieder gespielt zu werden. Aus diesem Grund wäre eigentlich geplant gewesen, diesen Frühling bereits ein Franz Gurti Festival hier in Rapperswil stattfinden zu lassen. Doch durch die Corona-Krise mussten wir das verschieben und hoffen nun, dass dieses Franz Gurti Festival nächsten Frühling stattfinden kann.